allgemeine Verkehrskontrolle mit dem Bus. NLW 365. Ich gebe das mal ein, NLW 365. 20. Zweite Person, beide maskiert, beide tragen Helm, steigt. Nicht versichert. Hast du schon fast gedacht, der ist nicht versichert, der Bus. Der ist nicht versichert. Falls benötigt, X-Way 23, 4 Kilometer. Können Sie ein bisschen weiter rechts ranfahren? Geht das? Ach, sicher! Dankeschön. Linken vor, Verkehrsanhaltung eines Busses mit dem Kennzeichen NLW 365. Abgemeldet nicht versichert, Olli Klabe. Ich wiederhole, abgemeldet nicht versichert. Bin vor. Bitte wieder aussteigen. Also King Fahrer, ich kann hier leider nicht reingucken. King 20 ebenfalls in Punkt 2. Warum waren Sie alle maskiert mit dem Bus, wenn ich fragen darf? Ich höre nicht. Kollegen, komm, ich kann sie nicht hören, sie müssen lauter mit mir reden, ich kann nichts hören. Holen, komm, stirbst du. Funk durch, dass es fake war. Was soll ich durchfunken? Du sollst sagen, dass es negativ ist, der Panic. Los. Hallo, der Panic-Button ist negativ. Alles gut, alles okay. So, umdrehen, schieben alle Kommunikations mit ab. Nur ein Position-Button. So, Funkgerät weg, Handy weg. So. Einsteigen, ab. Fliesabhäng Richtung Prison unterwegs. In den Bus einsteigen. Ja, warten Sie, ich muss das Ding ausmachen. Chillen Sie mal. Ich krieg da nicht aus, warten Sie. Wieso, die Batterien sind raus, Funkgerät ist weg. Von daher ist genauso wie der Panic, der am Funkgerät montiert ist. Also. Denk dran, der Tank ist leer, ne? Alles gut. Bleib drin, ich tank nach. Scheiße, steig nicht ein. Mach das. Das Traurige ist halt, ich habe probiert, den Panic zu drücken. Und ich habe nur diese Ding, die Tastenkombination ist immer eine andere. Aber wobei, der muss mich ja zuerst festnehmen, auch ohne. Hä? Ist der Sound auf die Spende. Weißt du, und ich, weißt du, ich mach so, ich sag nur so, es ist negativ und so richtig so, aber hat nicht, das war's jetzt für mich. Ich hätte mir die Heißvideos noch mitnehmen können. Ja. Das war's jetzt für mich. Und die Cops machen einfach grad nichts. Nee, das ist stehen bleiben. Kannst du wer anders mitnehmen? Boah, bin schon mitgenommen worden. Jetzt läuft das zweite Mal, dass ich hier als Geisel unterwegs bin. Immer darf ich mich anschneiden. Nächstes darf ich mich anschneiden. Leute, ich werde wieder als Geisel genommen. Oha. Oh, die sind nicht hinter mir her. Die sind aber nicht hinter mir her. Die kümmern sich nicht um ihren eigenen Kollegen. Der uns jetzt hinterher fährt, ne? Ist ja ganz dumm. Ja, ich hab nichts damit zu tun. Ich hoffe, sie schämen sie genauso. Nee, ich hab sie extra durchgegeben für sie. Haben sie doch gehört? Ja, ich weiß. Aber wir haben sie als Gas, von daher können sie nichts machen. Und nicht nur 112, ne? Sollen wir mal anhalten? Ja. Nee, fahr weiter. Das ist gut. Ich hab keine Sirene an. Hat keinen Grund, uns anzuhalten. Nee. Ey, das Fahrzeug ist nicht versichert, sollten sie vielleicht wissen. Gut, kann er, das war der Grund, warum ich sie angehalten habe, ja, die Damen. Kann er während der Fahrt nicht checken, ne? Wirklich, das Ding ist, wenn wir das Auto, wenn wir mit dem Bus klauen, woher sollen wir das wissen? Der Wagen ist halt nicht versichert, was soll ich sagen?
Und dann, da kommen sie schon. Ich glaube, sie haben das doch irgendwie mitbekommen, dass sie ihn mal abchecken und dann sehen sie mein Auto stehen. Ich glaube, die haben das mitbekommen. Weißt du, wo ein Sandy das alte Hotel ist? Jetzt sind die richtig gearscht, Leute. Jetzt sind die gearscht. Jetzt sind die richtig hart gearscht, aber ich kann nichts dafür, ne? Aber die haben jetzt mich als Geisel da drin. Ja, mach mal. Eieieiei. Jetzt ist Action, Leute. Jetzt ist Action. Ich wurde im Bus als Geisel genommen. Und jetzt geht's hier ab. Jetzt geht's hier richtig ab. Jetzt geht's hier ab. Jetzt geht's hier ab, Leute. Ich glaube, ich war ein ungünstiger Zeitpunkt. Ja, wenigstens kein Sack-RP, Alter. Ich habe keine Mütze drüber bekommen. Aber schau mal, was wir hinter uns haben. Der Bus kann nichts machen. Der wird jetzt irgendwann mal leer gehen. Und ich habe noch immer mein Radar an. Ich krieg's nicht aus. Ja, egal. Ich bin ja komplett gefesselt jetzt hier drin. Aber bin ich froh, dass die Kollegen kommen. Ich bin gerade so. Ich dachte, die checken das nicht mit meinem Funkspruch. Aber ich glaube, irgendwer ist dann hingefahren zur Position, hat geguckt, ob ich dort bin. Hat dann gesehen, dass ich eben nicht dort bin. Und daraufhin haben sie halt gesagt, dass jetzt die Polizei kommen soll. Ah, geil! Ah, lass das mal! Komm, fahr mal weg, du Stempel! Alter! Ich war noch nie in der Busverfolgungsjagd mittendrin, Alter! Ich muss nur Angst haben um mein Leben, Alter, die... Also ich würde mich... Also ich würde nicht vom Bus fahren. Also ich würde mich auch nicht vom Bus fahren, ne? Also das ist ja wirklich lebensmüde, absolut. Ja. Ich stell mich mit meinem Auto nicht vom Bus. Ich guck mal, wie viele Korps dann noch kommen. Vielleicht ist in der Stadt gar nichts mehr. Naja, man muss auch mit einberechnen, dass wenn du halt mit dem Bus Richtung Stadt einwärts fährst und du kannst halt mit dem Bus echt viel Scheiße bauen in der Stadt. Nein, wir sind das doch nicht im Bus. Vor allem, wenn du so mit dem Bus Amok fährst, gibt es sicher Cops, die probieren, den anzuhalten. Also, dass die den vorne probieren abzubremsen, das kann ich mir schon gut verstehen. Weil in der Stadt kannst du viel Scheiß mit dem Bus anstellen. Aber guckt euch das an. Junge, ist das eine Eskorte? Boah, ist schon geil. Könnt ihr mal nicht so richtig auffahren, bitte? So, einer ist weg. Perfekt. Bei ihm habe ich eigentlich gar nicht so getroffen, aber okay. Ja, ja. Ich habe ja gesehen, dass er vorgefahren ist, von daher. Vielleicht könnten wir denen ja ein Druckmittel, dann sollen wir sagen, okay, sagen wir denen einfach, die sollen auf Abstand gehen, wie wär's denn damit? Okay, warte mal. Das wäre eine Chance, das machen. Ey, hör mir zu, ey, hör mir mal zu. Ey, du im Auto, hör mir zu. Ja. Wir haben eine Geisel, Abstand, hopp. Sonst ist sie gleich tot. Ist aber nicht so nett. Sonst mal lieber beeilen hier mit dem Abstand. Irgendwann ist halt der Tank leer, gell? Irgendwann ist der Tank leer, dann muss... Als erstes stirbt mal die Geisel, so... Ja. Stirbt als zweites. Planänderung. Oh nein! Wir hatten einen Scheißplan, deswegen Hauptfahrer. Also ich möchte halt nicht unbedingt sterben. Ist ja auch ein Bus. Scheiß Bus, Alter. Das ist ein Crack-Ding. Na, das sollten sie nicht. Boah, was wollen die machen? Was wollen die machen? Die wollen Juwelier machen. Los, Arsch! Ich wollte da gar nicht lang, aber okay. Ich denke an meinen Schritt, ja. Was hier abgeht! Einfach ein Wendekreis von, ne? Einem Bus. Ja, ist doch ein Bus, sagen, Alter. Aber, ja, ich weiß, Bus ist aber... Du wolltest bestimmt sagen, Wendekreis wie ein Bus. Aha, Bus, genau. Alter. So, stell dich da nicht hin, du bist weg. Aussteigen, Geister, aber hoppala, ganz schnell. Aussteigen. Ja, bin schon dabei. Geh nicht schneller. Achso, ich steck fest, also jetzt hier. War angeschnallt. So, rein da. Rein, hopp, schnell. Ja, kein Problem, kein Problem. Ich sag dir mal, dass wir einen Kollegen von denen das gerade suchen. So. Alles gut, alles gut. Einer geht mit ihm in den Hinterraum. Ja, okay. Kein Problem. Ich bin die Geisel. Fast. Passt.
Also wenn ihr eine Connection nach außen braucht, ich habe, also ihr könnt mir das Funkgerät geben, dann kann ich mit denen auch reden, so, wisst ihr, das ist nicht das Problem. Der Kollege redet schon draußen. Ja, ja, okay. Ja, guck mal mit. Ich hoffe, ich komme daneben so, wieder raus. Zu mir, ich will sie nochmal abtasten. Ja, Wurf. Ja, klar, klar, bitte. Ja, Wurf, Wurf. Oh, hier, wunderbar. Ach, ich schöne M4, die nehme ich mal weg. Oh, nicht meine schöne M4. Ja, gerne, gerne. Kannst du mal gucken, ob er einen Polizeiausweis hat? Ja, hat er. Magst du mir den geben? Natürlich, ich habe jetzt einen M4 aufgenommen und einen Polizeiausweis. Das war's. Sehr schön. So. Machen wir, komm mal her. Bitte sehr. Danke. Was auch immer sie damit anstellen wollen, aber für die bringen wir jetzt hier nichts, wenn da mein Name und mein Bild drauf ist. Oder nicht? Da, ich glaube, das ist besser, sie drucken das aus dem Internet aus und machen so, bevor sie den Polizeiausweis klauen. Dann habe ich aber nicht die echte Hülle der Herr. Achso, die Hülle sind wichtig, also. Die Hülle ist wichtig. Achso, ja gut. Wer gedankt hat, kommt. Das wusste ich natürlich nicht. Sie, ich will nur sagen, wissen Sie, ich bin ja eigentlich auch dafür da, wenn man sowas ist, dass ich der Außenstehende bin, der mit den Leuten hier drin redet. Ich kann ja so viel sagen, es bringt sich nichts, wenn sie ja hier eine Geisel umbringen. An dem Fall mich, es wird ihnen nichts bringen. Ja, dann müssen die Herren sich draußen benehmen. Ja, wie gesagt, ich würde sonst auch meinen Kollegen durchgeben, dass ja alles gut vonstatten geht, ne? Aber das machen jetzt eh sie. Aber ich kann ihnen so viel sagen, es wird alles gut gehen. Ich vertraue meinen Kollegen. Natürlich. Okay. Ihr seid wunderbare Möpse. Danke. Ja, bitte. Ach, super. Ach, perfekt. Ihm geht's soweit gut? Essen, trinken, alles gut? Ja, ja, mir geht's super. Perfekt. Geht's noch nie besser. Ach, super, das ja, ist wunderbar. Weißt du, da mache ich einmal Highspeed Patrol, weil ich mir so denke, boah, da kommen wir nicht in blöde Sachen mit rein und dann sowas. Ja, sie waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, würde ich sagen. Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, sie hatten auch ein Pech. Ich wollte sie zuerst gar nicht anhalten und dann auf einmal sehe ich, das Fahrzeug ist nicht zugelassen, ne? Also... Ja, zu unserem Glück. Ja. Ja, zu ihrem Glück? Also, weiß nicht, ob das so toll war. Weil jetzt haben wir hier ganz viele Polizisten. Ich glaube nicht, dass sie das wollten, unbedingt. Boah, das wird schon, das wird schon. Ja, ja. Aber wenn sie meinen. Was für einen Dienstrang haben Sie? Dienstrang? Ja. Da können Sie ablesen, oder? Da unten müsste was stehen. Also, und wie ist Ihr Name? Meiner. Ja? Ja, Rumpe. Herr Rumpe. Ja. Sven Rumpe, mein Name. Bitte, wie kann ich Ihnen helfen? Sven Rumpe. Ich lese mal den Dienstgrad, aber ich muss bitte dafür. Ich habe zu schlechte Augen. Ich bin Lieutenant. Können Sie mitgeben? Lieutenant. Lieutenant Rumpe, die Kollegen wissen sehr Bescheid. Lieutenant Rumpe, er geht davon aus, seine Kollegen wissen Bescheid. Ich schätze mal, die hier, wir haben ein Auto gefunden haben, die haben sich hier nochmal abgecheckt. Ich habe ja durchgegeben, ich bin nicht da. Ja, das klang sehr überzeugend. Ja, habe ich so die Vermutung mal. Stehen die Möpse vor der Tür? Ja. Ja, danke. Auf bitte. Uiuiui. Herr Officer, wie finden Sie denn die Möpse? Dazu kann ich leider nichts sagen, sonst wird mir noch was im Mund gelegt, was ich niemals gesagt habe. Ich glaube, er hat was gegen Möpse. Ich glaube, er mag keine Möpse. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Das ist so lustig. Ja, gar nichts. Ach so, okay. Ich lache gerne. Sie lachen gerne? Warum streckt ihr denn eigentlich die Zunge raus? Warum nicht? Ich schlecke gerne. Mhm. Perfekt.
dazu muss ich nachher mal eine Pointe erzählen. Ich weiß nicht, was mir mehr Angst macht. Ihre Waffen oder das, was sie reden. Also irgendwie macht mir das ein bisschen Angst gerade. Schlecken Sie nicht gerne am Eis? Also ich esse gerne Eis. Okay. Wüste-Eis? Schoko-Eis? Hätte ich jetzt Lust drauf. Schoko-Eis, okay. Ja. Warte, ich kann dir was anderes geben. Oh. Warte, hör auf, die fängt schon an. Oh, das ist oha. Okay. Ja, bitte gern. Das ist. Haben Sie gerade den Polizeiausweis bekommen? Besser. Eine Schokowaffel. Mhm. Ah, okay. Jetzt kann sie ein bisschen Schokolade. Leute, haben die wohl hier drin Kameras? Ich kann Ihnen da helfen, wenn Sie da Hilfe brauchen. Ich bin Polizist, ich kenne mich aus. Habt ihr hier in diesem Raum Kameras? In diesem Raum hier? Ja. Oh, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich weiß nur, dass wir draußen eine Kamera haben. Also sollte hier auch keiner sein. Ich weiß nicht, also es gibt auch sehr, sehr oft in vielen Räumen versteckte Kameras, wo man so keine sieht, aber es ist eine da. So, ich werde Sie einmal mitnehmen nach draußen, damit Ihr Kollege mit Ihnen sprechen kann. Okay, alles klar. Aber einmal umdrehen. Ja, ja. Machen wir nicht auf die Tour. Ja, ja, alles gut. War noch nie so angenehm. Warte, noch nicht. Aber ja, bitte, hab deinen nervösen Finger unter Kontrolle, ja? Nee, bitte tu mir den Gefallen, ich hab da echt keinen Bock drauf. Mal rein. Ja, ja, in der Polizeischule lernen wir, dass wir den Finger, wenn wir nicht abknallen wollen, den nicht auf den Trigger legen. So, Jungs, ihr bei Ihnen sieht das anders aus. Ich habe die Waffe unter Kontrolle, das ist nicht das erste Mal. Ja, ich hoffe. So, sprechen Sie mit dem. Hallo, hören Sie mich? Hallo? Nee, der muss noch ein bisschen weiter vor. Ich glaube, der hört mich nicht. Hallo? So, hallo. Hallo, hören Sie mich? Rein, ich verstehe Sie noch nicht. Jetzt hallo. Jetzt hallo, Herr Rumpel. Hallo. So, wie geht's Ihnen? Sind Sie gesund, sind Sie verletzt? Ja, mir geht's eigentlich ganz gut, aber die Drohne halt damit mich abzuknallen, wenn irgendwas Blödes passiert hier draußen. Das werden wir mit allen Mitteln verhindern. Bleiben Sie ruhig, machen Sie genau das, was Sie sagen. Ja, okay. Wir holen Sie da raus. Okay, danke. Okay, alles klar. Dann dürfen Sie den Herrn Rumpel wieder zurückbringen. Bitte nehmen Sie ihm die Waffe vom Kopf und wir werden hier eine Lösung finden. Dann sind Druckmittel haben. Ey. Mit der Polizei zu trinken, haben Sie? Ich hab alles, ja, mir geht's sehr gut. Ich hab alles dabei. Jetzt nichts gegen Sie, ja, wir müssen halt nur Ihren Kollegen Druck machen, ne? Ja, klar, verstehe. Ne, nur weil Sie gesagt haben im Bus, dass Sie mich sonst abknallen, auf das habe ich ja auch keine Lust. Wissen Sie, was ich meine? Aber sollten Ihre Kollegen halt Probleme machen, sind nicht wir dran schuld, sondern Sie. Also Ihre Kollegen. Ja. Ne, ich vertraue denen, dass Sie keinen Scheiß bauen. Ich töte ungern Leute, aber wenn ich muss, dann mache ich's. Haben Sie schon wen umgebracht? Mehrfach. Ist das Ihre Arbeit? Machen Sie das? Schiefe Bahn geraten. Das recht. Wollen Sie mir drüber reden? Nein. Wollen Sie nicht? Wieso? Mit der Zeit gefällt jemandem die schiefe Bahn. It's Smalltalk. In der Geiselnahme. Das Geiseldrama. Freddy, was ist denn da los? Ja, Freddy, schau dir das an. Ich wurde, glaub ich, gerade gekidnappt von irgendjemandem. Es hat einfach alles nicht so gelaufen, wie es sollte. Das ist das. Ich kann dir einen Tipp geben. Was? Am besten keinen Korb mitnehmen, weil mit dem Panic-Button auslösen anscheinend. Die schauen trotzdem kontrollieren nach. Oder es kommt irgendwer hin. Das war halt, wir mussten in dem Moment. Na gut. Seien Sie froh, eigentlich wären Sie direkt gestorben vor Ort. Ja, aber da hätten Sie auch gar nichts jetzt davon. Egal, aber Sie wären tot gewesen, wir wären weg gewesen. Was hätten Sie davon? Nichts. Was ja eben. Hiervon? Es war auch nicht der Plan, ein Juwelier zu gehen. Was wollten Sie denn machen? Nichts Besonderes. Wollten an sich nur entspannen. Entspannen? Warum? Aber Sie sind ja alle maskiert im Auto gesessen und rumgefahren damit, oder nicht? Ja, weil wir alle schwerst bewaffnet waren. Sie wollten also kein Juwelier machen? Was wollten Sie dann machen? Wir wollten gar nichts machen. Wir wollten eigentlich nur chillen. Die Waffe hatten wir mit und wir wollten nicht, dass sie uns durchsuchen. Deshalb mussten wir sie mitnehmen. Sie wollten chillen, nee. Aber der Bus, der war ja geklaut, oder nicht? Ja. Also Sie wollten einen Busausflug machen mit einem geklauten Bus und wollten damit in die Berge, oder wie? Ja, so ungefähr. Ach so. Na ja, gut. Ich dann aber schon krank, dass man dann jemanden killen will dafür.
Sekunde. Bis jetzt wurde noch nichts weiter gesagt. Wir sind gerade ein Lösegeld am Haushandeln. Wenn nicht genügend Lösegeld rauskommt, dann wird der Laden leer gemacht. Definitiv. Wie viel wollt ihr denn? Dran sind, dann muss es sich auch lohnen, ne? Jawohl. Nö. Achso, ich flüster gerade. Ja, was ist? Alles klar. Wie viel wollt ihr denn Lösegeld? Kommt drauf an, wenn wir gleich hier raus. Ich würde schon sagen, dass ich unbezahlbar bin. Könnt ihr das meinen? Ja. Der Herr sagt, er wäre unbezahlbar, dann fordere mal 2 Millionen. Ich bin so ein Idiot. Du musst das selber schmunzeln. Also, Sie müssen auch wissen, ich war schon mal in so einer Situation. Und da habe ich gelernt, ein bisschen ruhig zu bleiben. Ja, es war halt einfach Zufall. Das ist schon das zweite, was ich entführt werde. Das erste Mal. Wissen Sie, was das Lustige ist? Das erste Mal wurde ich auch in Palito entführt. Da wurde ich gezwungen, bei einem Bankraub mitzumachen. Und jetzt wurde ich wieder in Palito entführt. Ich sag, wenn ich in Palito auf Streife fahre, ich werde immer entführt. Ganz schlimm. Sollten Sie nicht mehr in Palito fahren und nicht in Palito? Ja, ich glaube, ich werde es in Palito langsam aufgeben. Und aufpassen, wenn sie anhalten. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wenn ich einen großen Bus anhalte, aufgrund dessen, dass der nicht angemeldet ist, ich dachte, wäre ich jetzt hier locker flockig abschleppen lassen, dass ich hier mitgenommen werde von 5 maskierten Leuten. Mit dem rechnet man ja nicht, ne? Ja, gut. Ist das wohl wahr? Mir auch leid für sie, aber was sein muss, muss sein. Mhm. Sie kennen nicht zufälligerweise einen Olli-Kabe. Nee, wieso? Nee, weil auf dem war der Bus zugelassen. Ja, selber Pech, dass du ihn da offen stehen lässt. Bitte was? Selber schuld, dass er ihn auch da offen stehen lässt. Achso, stand der offen im Palito rum, der Bus? Ja, ja. Achso. Aber ich weiß nicht, wo ein Kollege hat ihn mitgenommen. Das stimmt auf jeden Fall auf. Ey. Ja, aber auch absolut dumm, dass der Typ einfach seinen Bus offen stehen lässt, ne? Ja. Der ist den auch nicht anmeldet. Einmal mit Profis arbeiten. Aber ey, der heißt anscheinend Olli Knabe. Den finden wir und packen uns hin, weil er nicht angemeldet hat. Und wegen ihm ist das hier alles passiert. Wer ist das? Also, ich hab jetzt Kabe gesagt. Ich dachte, der ist Kabe. Kabe oder Klabe, keine Ahnung. Kenn ich nicht, keine Ahnung. Wir finden den schon irgendwie. Nee, nur, dass er seinen Bus wieder bekommt. Ach, das ist weil der muss den anmelden lassen. Er darf den auch nicht unangemeldet auf der Straße stehen lassen, um das geht's mir gerade. Geht's Ihnen gut? Brauchen Sie irgendwas zu essen, zu trinken? Nö, nee, mir geht's supi. Okay, perfekt. Nee, weil man darf auch ein Fahrzeug nicht angemeldet irgendwo öffentlich stehen lassen. Das heißt, er kriegt nur einen Brief von uns. Und sie gesagt haben, der stand öffentlich rum, der Bus, ne? Naja. Ja gut, dann kriegt er. Wir hätten den mitgenommen. Dann kriegt er aber noch einen Brief, der Olli. Haben den Möpse mitgenommen oder die anderen? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur eingestiegen. Perfekt. Kinder Pinguin oder Maxi King? Maxi King. Wenn du was ist, funkst du durch, ich schau nochmal raus. Maxi King, alright. Ach, die Werbung damals. Maxi King. Wicke, wicke, wicke. Maxi King. Wicke, wicke, wicke. Das ist der Sound auf die Spende. Uiuiuiui. Ui, ui. Mach jetzt schon die Übergabe? Noch nicht, ich geh noch kurz Kopie und dann okay. Geht's los. Uiuiuiui. Ja, ja. Ui, 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 ui. Gab's denn für den Typen? Ist egal. Wollt ihr dann irgendwo hin oder so? Später? Nö. Nicht? Okay. Kann uns auch gerne zu ihnen einladen, Kaffee trinken. Nee, ich wollte nur sicher gehen, dass ich hier jetzt einmal rauskomme und das dann gut ist, weil. Ich hab irgendwie keine Ahnung, was sie machen. Weiß nicht. Ja, das ist auch. Nee, weil es verwirrt mich, dass sie den Laden nicht ausräumen. Das verwirrt mich so hart. Mich auch. Ja, mich eben. Auch. Ich versteh's auch nicht. Du, Totenmaske, sag mir, wie viel kriegen wir für ihn? Ich hab keine Ahnung. Ich meine, ich will sie für nichts anstiften oder so, aber ich weiß nicht, wo das alles hinführen soll. Also wirklich, ich sag mal so, wir bekommen mehr, als wenn wir hier rausholen würden.
wenn wir den Laden lernen. Perfekt, dann machen wir das so. Wir machen nicht beides. Ich verstehe sie nicht. Sag mal, irgendwie sind so, so ein zweischneidiges Schwert. Das eine ist kriminell und das andere so, nee, machen wir doch nicht, nee, weil ist ja kriminell ja, das, irgendwie. Das hat was mit die den haben, Fahrern die haben zu den tun. Plan so gemacht, währenddessen wir so. Beschäftigt waren. Den kriegen wir jetzt mit. Ach so, sie haben einen Plan. Okay, wusste ich nicht. Gut. Nee, ja, ich will auch gar nicht zu so viel labern. Ich will keine Labertasche sein, aber ich möchte einfach, wissen Sie, ich bin... Gut, dann labern Sie jetzt auch nicht. Nee, ich kann hier dazulernen, weil ich bin Detective und ich mache gerne meine Arbeit richtig und ich höre halt gerne und zu, was... Dann lernen Sie dazu, dass Sie auch mal die Klappe zu halten haben. Das wäre erster Punkt. Oh. Okay. Oh. Oder kitzelt die Waffe nicht genug? Mm-mm. Dachte ich's mir. Tamaris. Gibt Tamaris-Werbung. Aufpassen. Sagst du mir bitte, er soll per Funk den Plan sagen und er soll in den Raum gehen, weil da hinten ist eine Kamera. So, einer nimmt sie mir mal ab, ich fahr sie nach hinten. Ich will nichts sagen, aber ich glaube auch, hier sind überall Kameras. Nimmt den mal. Kommen Sie einfach mal einen Schritt hier nach vorne, dass Sie sich vorne am Eingang mit hinstellen. Wo, hier? So. Ja, stopp. In die, achso, hier an dem Sessel. Na, da kannst du vielleicht mich hinsetzen. Ja, von mir aus können Sie sich da. Oh, danke schön. Skalett, geht auch mal mit, weil ich kenne den Plan schon, dann warte ich hier. Okay, hältst du ihn im Auge? Super. Ja, natürlich. Super, du Mops. Ja, super. Sind Sie zusammen? Nee. Achso. Ich dachte schon, weil er immer von Möpsen redet und mit ihnen drüber redet, deshalb dachte ich gerade, wir sind irgendwie zusammen. Ach so, ja, gut. Sehen Sie das nicht? Ich bin doch ein Mops, oder nicht? Also ich glaube jetzt nicht, dass ich eine solche Bulldogge bin oder so. Verstehe nicht. Warum sollten Sie Mops sein? Warum sollten Sie Mops sein? Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Ist in Ordnung. Haben Sie eine Maske von einem Mops auf, oder was? Nee, ich bin ein Mops. Das ist Ihr Gesicht? Ja, natürlich. Achso, okay, na gut, dann hat sich das geklärt. Ja, oder? Mhm. Sind Sie ein Furry? Natürlich. Ach, okay, verstehe. Nee, weil ich. Das ist ganz selten. Wer ist Furry? Gut. Ja, die Dame hat sich gerade geoutet, dass sie ein Furry ist. Achso, ja, ist sie. Und ja, super, das gleich alles. Ich komme in Andels Autohaus. Hier hauen wir in die Furries raus. Andel, der Furry-Tiger. Der arme Andel, Alter. So. Weißt du, das Lustige ist halt, Andel sein Charakter ist halt wirklich ein Furry, ne? Es ist halt wirklich ein Furry. Ach nee. Ich bin zu dumm dafür. Er kann auch. Ich verstehe deren Plan gerade überhaupt nicht. Die nehmen hier jetzt nichts aus, ne? Die lassen das hier so stehen, wie es hier ist. Okay, dann bitte einmal aufstehen. Ja. Und jetzt laufen Sie ganz langsam bitte neben mir her, okay? Ja? Okay, ganz langsam, ja. Langsam. Ich hab gesagt, ganz die Hände langsam. Nach oben, ne? Ich bin langsam, langsamer geht's nicht. Eine Waffe an den Kopf. Alles klar, aber hopp. Ich lese. Eine Waffe bei mir im Kopf. Ich warte. Geisel, komm raus, ich gebe Ihnen das Geld und dann geht's los. Nein, Sie geben mir jetzt das Geld, dann kommt die Waffe. Ach, meine Güte, seid ihr unfähig? Ja, um ehrlich zu sein, ja. T-Muskel. Auf den Koffer? / TH. Den Koffer habe ich, ja. Mit der Glock 17, bitte. Außen der Glock 17. Gut, dann der Fahrer einsteigen. Machen Sie das zum ersten Mal, ich habe Angst. So, Achtung, informativ, es geht los. Ja, bitte machen Sie nichts Falsches. Erst loslassen, wenn wir alle drin sind. Aber komm weiter hier rüber, besser. Da drehen Sie sich nur. Ich habe gerade so Angst. Das wird schon. Die Geisel steigt nicht mit ein, das war... Genau. Ja, nein, ja, ich stehe nur, nein, ich die Geisel ja, nur weil er so Richtung Tür gegangen ist. Wir haben ja gesagt. Sie halten bitte ein bisschen Abstand, dass mein Kollege noch einsteigen kann. Alles gut, das lasse ich auch. Kommen Sie zu mir, runter. Ja. Sie müssen mir die Kabelbinde abmachen. Jetzt geht's los. Ihr mir Kabelbinder angemacht. Die Kabelbinder ab. Ja, und die haben mir vorhin den Ausweis und so mitgeklaut. So. Wichtig, jetzt geht's Ihnen gut. Ja, einigermaßen. Die ganze Zeit eine Knarre im Kopf bekommen. Ich wollte eine ganz normale Kontrolle machen, weil das Ding nicht angemeldet war. Ja. Hab nochmal durchgegeben, wollten ein paar Panic drücken und dann haben die mir schon alles abgenommen. Ja. Und in dem Moment haben die gesagt, ich soll nochmal durchcallen, dass alles okay ist. Aber wir haben alles getan, dass jeder heile rauskommt. Ich würde ja, danke schön. Mal eben kurz an den Kollegen vom AMR übergeben, dass sie alle durchgecheckt werden, weil danke. Ist es ja doch schon mal so. Ne? Schönen guten Tag. Guten Tag. So, was genau ist passiert? Ich wurde gerade als Geisel genommen in Palito oben.
Und wurde ihnen irgendwie Gewalt angetan oder irgendwas? Nee, mir wurde nur Gewalt angedroht. Unter anderem, dass sie mich umbringen, wenn ich irgendwas Falsches mache, aber... Die waren sehr... Ja, ich muss sagen, die waren sehr komisch. Ich glaube, die waren so ein bisschen krank im Kopf. Die waren ganz komisch okay. Da drin. Also die haben Jokes gerissen unter anderem und so... Ich sag mal... Sich komisch verhalten, haben die ganze Zeit von Mobs geredet, weil die so Mobs-Dinger auf hatten und die ganze Zeit von ich lecke Eis und sowas. Okay. Also die war, ich glaube, die war ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Leute aus dem Irrenhaus waren, die ausgebrochen sind, aber irgendwas hat mit dem nicht gestimmt. Das wäre mir bekannt. Das hätte ich schon mitbekommen, wenn da irgendjemand abgehauen wäre von unseren Leuten. Ja. Gut, eins konnte sonst, ich... verletzt wurden sie nicht. Nee, mir geht's sonst gut. Ich war ja schon einmal in so einer Situation. Ich habe da relativ gut durchgestanden an sich. Ja, wenn irgendwas noch sein sollte, biete ich Ihnen an, dass Sie auf jeden Fall bei uns vorbeikommen können. Dankeschön. Auf jeden Fall nochmal ein Gespräch machen. Nee, mir geht's gut. Ich habe das schon einmal durchgemacht. Das Lustige ist, jetzt schon das zweite Mal in Palito. Ich war einmal in Palito oben, da wurde ich das erste Mal mitgenommen, jetzt das zweite Mal auch in Palito. Selbe Stelle oder was? Was? Selbe Stelle wieder oder wie? Ja, fast dieselbe Stelle. Einmal an der Tankstelle vielleicht und einmal direkt neben der Tankstelle. Also ich würde nicht, das ist ganz schlimm dort oben. Aber in den Klamotten? Ja, in den Klamotten haben die mich mitgenommen. Folgendes, die Story war ja die, ich habe den Bus anhalten wollen, weil der keine Registrierung hatte. Ach so. Und dann habe ich angehalten und dann sind sie schon ausgestiegen, komplett maskiert, auf einmal 5 Leute mit Waffe. King 20 mit der Flagge. Ja, Überraschungsei, ne, Ü-Ei im Bus. Gut, da weiß nicht, was drin ist. Machen, ne? Was? Da kann man dann auch in dem Moment nicht mehr viel machen. Nee, vor allem die hatten auch komplett getönte Scheiben im Bus, du hast nicht reingeguckt, wer da drin sitzt, ne? Man hätte ich gesehen, dass da 5 maskierte Leute drin sind, dann hätte ich den ja gar nicht an. Ja, das glaube ich auch. Ja, ganz schlimm. Ah, mehr vor für einmal selber. Ui. Okay, TV. Ich weiß nicht, mein Fahrzeug, weiß das wer? Ist das abgeschleppt worden? Das ist, glaube ich, geklaut worden. Oh, ich würde sie aber erstmal eben so mit ein bisschen Raw nehmen, damit sie hier aus der Schusslinie raus sind. Nee, negativ, ein bisschen Raw ist ein Vollbrand. Das ist das ich würde sie. Gut. Palito, oder? Ja, nehmen wir Palito. Also zumindest laut meinem jetzigen Stand ist genau. Ein bisschen Raw gerade im Vollbrand. Ja, genau, dann fahren wir nach Palito. Ja, fahren wir auch nach Palito, weil ich brauche meinen alles Polizeiausweis klar. Wieder und der hat mir meine M4 abgenommen. Ja, gar kein Problem. David-Einheit, sicherst du allein oder brauchst du Unterstützung? Wie gesagt, wenn ich brauche schon mal kurz ein bisschen Backup. Ja, alles klar. Alles klar, mach ich. Dankeschön. Gut. Ich sichere eben kurz mit dem Herrn vom SWAT, dass den Juwelier danach bringe ich die sofort hoch, ja? Alles klar, perfekt. Ich kann ihn auch wo ist denn Ihr Auto? Ich fahr schon mit dem Herrn mit. Meiner ist der Ram. Der Ram, der graue vorne? Genau, warten Sie, ich gebe Ihnen Schlüssel, kommt eben her. Achso, ja. Dann setze ich mich mal rein, warte schon mal drin. Genau. Dankeschön. Oh nee, oh nee, Bank heißt. Da geht's jetzt weiter oder wie? Ja,